Hallo, meine Süße, Mama hier. Hallo Mama, schön, dass du anrufst. Mama ist am Telefon, willst du dann auch mit dir sprechen? Nein, aber sage ganz liebe Grüße von mir. Liebe Grüße von Felix soll ich dir ausrichten. Das ist nett, ganz liebe Grüße zurück. Erzähle doch mal, wie war denn euer Flug gewesen gestern? Der Flug, der war voll lustig. Ich schaue mal, in welcher Reihe wir sitzen. Ich habe Sitzplatz 25a. Lena, schau mal, wir sitzen hier in dieser Reihe. Cool. Wenn du möchtest, darfst du gerne am Fenster sitzen. Danke, Felix. Wir können ja später tauschen. Oh, Mama, müssen wir unbedingt mit dem Flugzeug nach London fliegen? Können wir nicht auch mit dem Bus fahren? Ist das Anton? Ach nee. Er hat uns gar nicht erzählt, dass er in den Urlaub fliegt. Du hast recht, das wäre das Erste gewesen, was er uns erzählt hätte. Hoffentlich sitzt er nicht direkt vor uns. Das sind ja Lena und Felix. Hallo, ich bin's, Anton. Wie sieht's aus? Fliegt ihr auch zum ersten Mal mit einem Flugzeug? Ich bin schon mal nach Spanien geflogen. War voll cool, der Flug. Ach, dieser Junge schon wieder. Setze dich hin und schnalle dich an. Wir starten gleich. Ach, Mama, jetzt lass mich doch mal mit Lena und Felix quatschen. Die sind aus meiner Klasse, weißt du? Setzt du dich bitte hin und schnallst dich an? Oh Mann, was habt ihr denn alle mit dem Anschnallen? Kannst du denn nicht einmal das machen, was man dir sagt? Bitte halten Sie die Sicherheitsgurte geschlossen, solange bis das Abschnallsignal ertönt. Vielen Dank. Die Sicherheitswesten finden Sie unter Ihrem Sitz. Sarah und Damon? Ach, die sind draußen bei den Tieren am Zaun. Okay. Und weiter? Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen meiner gesamten Besatzung heiße ich Sie herzlich willkommen auf dem Flug nach London Heathrow. Hey Mama, das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass der Kapitän persönlich mit uns spricht. Ach Anton, das habe ich dir doch alles schon gesagt. Kannst du mal sehen, dass du mir überhaupt nicht zuhörst, wenn ich mit dir rede? Mama, ich will aussteigen. Ich möchte nicht mit dem Flugzeug nach London. Ich möchte lieber mit dem Bus fahren. Bitte schneiden Sie sich an. Wir starten in Kürze. Ach Anton, wir sitzen doch jetzt schon im Flugzeug. Schau doch mal, wir fahren schon längst. Lena, wir fahren zur Startbahn. Der Start ist immer das Beste an einem Flug. Stimmt, aber die Landung ist besser. Ich glaube, es geht los. Juhu, es geht los. Nein, Hilfe, Mama, ich will runter, hilf mir. Ach Anton, jetzt reiß dich zusammen, das ist wie Karussellfahren. Beim Karussellfahren habe ich aber nicht das Gefühl, gleich abzustürzen. Hast du mitbekommen, wie viel Angst Anton hatte? Ja, der hat sich ja fast in die Hosen gekackt vor Angst. Darf es etwas zum Lesen für Sie sein? Nein, danke. Ich brauche beide Augen für meinen Sohn. Entschuldigung, könnte ich bitte einen Tee bekommen? Speisen und Getränke erhalten Sie von meiner Kollegin. Möchten Sie vielleicht eine Zeitschrift? Eine Zeitschrift? Nein, danke. Möchten Sie etwas essen oder trinken? Nein, wir möchten nichts, danke. Ich hätte ganz gerne einen Zitronentee. Und Kinder, was wollt ihr haben? Eine Capri-Sonne und Oreo-Kekse. Das möchte ich auch, Mama. Mama, Lena und Felix bekommen auch etwas. Warum ich nicht? Das ist so gemein von dir. Ich bin noch ein ganz braver Junge den restlichen Flug über. Wenn du mir das versprichst, bekommst du auch etwas. Was willst du denn? Also ich hätte gerne die Kekse mit der Marmelade in der Mitte, weißt du? Frau Flugbegleiterin, wir möchten doch ganz gerne einen Kaffee und eine Tüte Kekse. Bitteschön, das wären 10,20 Euro. Ich wollte nur ein paar Kekse und einen Kaffee und nicht gleich das ganze Flugzeug. Die Kekse von Anton sind auch lecker. Nee, also Oreo-Kekse sind 1000-mal besser. Ihre Bestellung, das wären dann 15 Euro glatt, bitte. Danke und weiterhin einen angenehmen Flug. Kann der mal seine Kekse leise essen? Dann bin ich leicht ausgerastet. Sagst du mir, Miriam, sie bekommt das Geld für das Essen und Trinken wieder? Ja, Mama. Sorry, ich wusste nicht, dass du telefonierst. Wollt ihr etwas trinken? Mama ist am Telefon, willst du sie mal sprechen? Sag ihr bitte, ich rufe sie später an. Okay. Und dann hatten wir noch ein Unwetter. Jetzt noch mal
Hotel Christine. Wir sind jetzt über London verbleibende Flugzeit jetzt 19 Grad. 5 Minuten war das sehr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Minuten. Mama, warum müssen wir uns denn jetzt schon wieder anschnallen? Wegen dem Unwetter, aber das ist noch eine Vorsichtsmaßnahme. Du brauchst keine Angst haben. Lena, hast du gerade den Blitz gesehen? Der war voll heftig. Komisch, man hört den Donner im Flugzeug ja gar nicht. Oh Mama, bitte hilf mir, ich hab so Angst. Kann ich mein Teddybär haben? Bitte, bitte. Wir werden alle abstürzen. Ja, warte, du bekommst dein Teddybär. Ich muss ihn erst mal suchen. So, hier, bitteschön, dein Teddybär. Anton hat voll Schiss, der schreit nach seinem Teddybär. Dabei war das gar nicht so schlimm. Das war voll cool, es hat richtig gekrabbelt in meinem Bauch. Ich wusste gar nicht, dass Anton so ein Angsthase ist. Auf jeden Fall hatte der voll Schiss gehabt. Lena, schau mal, ich habe hier was zum Trinken für uns. Sagst du Sarah und Damon von mir liebe Grüße? Das mache ich, meine Prinzessin. Lena, ich würde gerne weiterreden mit dir, aber ich muss los. Dann wünsche ich dir heute noch einen ganz schönen Tag, ja? Tschüss, meine Maus, hab dich lieb. Okay, Mama, hab dich lieb. Tschüss. Hallo, vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gebe uns doch einen Daumen nach oben und abonniere kostenlos unseren Kanal. Tschüss und ein schönes Wochenende noch.